Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Lackflug. Freunde, ich habe mich etwas verliebt hier in diesen schönen S6. Ja, der Wagen soll eine Keramikversiegelung bekommen und ich glaube, das scheint was Besonderes zu sein, weil man hört das ja momentan in aller Munde, Keramikversiegelung, das ist super, das ist toll. Aber warum ist das eigentlich so toll? Das seht ihr wie immer nach dem Intro. Ja, Freunde, wie gesagt, wir haben hier einen schönen S6 und zwar, ja, der hat einfach mal 380 Kilometer runter. Also, der ist jungfräulich, das ist ein Neuwagen. Der Kunde möchte gerne, dass der Lack geschützt wird und, aber ich würde sagen, erstmal zeige ich euch so ein bisschen das Auto. Wirklich ein sehr schönes Auto, vor allem weil es noch keine Waschstraßenkratzer hat. Ja, Waschstraßenkratzer kann man eigentlich gar nicht verhindern, weil selbst bei der Handwäsche entstehen einfach Waschstraßenkratzer, weil man es nicht verhindern kann, dass in der Bürste irgendwie noch ein Sandkorn drin ist und das kratzt sich in den Lack rein. Jetzt haben wir die Keramikversiegelung. Wenn man jetzt mal an Keramik denkt, ich denke mal an den Morgenkaffee. Meine Kaffeetasse, die fällt auf den Boden, fällt in tausend Teile, weil die Tasse einfach so hart ist, dass das Material splittert. Aber wenn man mal versucht, so eine Kaffeetasse zu zerkratzen, da passiert das eigentlich auch nicht, weil das Material einfach so wahnsinnig hart ist. Und wenn wir jetzt diesen, ich sag mal, relativ weichen Lack mit Keramik beschichten, dann haben wir das Problem nicht mehr. Das heißt, wir schützen wirklich den Lack durch diese harte Oberfläche vor dem Zerkratzen. Wenn wir jetzt eine Keramikbeschichtung machen wollen und wir haben ein altes, gebrauchtes Auto, dann müssen wir den Lack erstmal richtig, richtig, richtig gründlich aufpolieren. Das heißt, wirklich alle Kratzer rauspolieren etc. Das haben wir hier ja jetzt nicht. Wir haben aber trotzdem, weil das Auto auch schon ein paar Mal gewaschen wurde, haben wir schon oberflächlich leichte Waschstraßenkratzer. Das heißt, wir fangen jetzt mit dem ersten Schritt an und das ist einmal eine feine Politur. Jetzt noch einmal schön fein poliert mit der exzentrischen Poliermaschine, damit wir wirklich keine Hologramme haben, dass der Wagen auch in der Sonne wirklich makellos aussieht. Jetzt haben wir natürlich noch Polierreste in den Lackporen. Lackporen ist auch noch mal ein interessantes Thema, da kommen wir später dazu. Um jetzt diese Polierreste vom Fahrzeug komplett zu entfernen, damit alles schön sauber ist, haben wir benutzen ja die Produkte von 4CR C-Clean, das ist ein Alkoholreiniger und damit wird jetzt das gesamte Fahrzeug nochmal schön gründlich gereinigt. Ihr seht,
seht, selbst bei einem Neuwagen sind die Vorbereitungen für die Keramikversiegelung nicht ohne. Wenn wir einen Gebrauchtwagen haben, müssen wir natürlich noch mehr polieren, das heißt die Kratzer rauspolieren, weil die Kratzer, die drin sind, die versiegeln wir mit der Keramikversiegelung. Das heißt, die kann man nachher, die kriegt man einfach nicht mehr raus. Darum ist diese Vorbereitung so wahnsinnig wichtig. Ja, und was macht jetzt die Keramikversiegelung? Ihr müsst euch vorstellen, der Lack ist leicht offenporig, wie ein Schwamm, kann man fast sagen. Deshalb könnte man auch nicht einfach jetzt einen Klarlack auf ein blankes Blech geben, weil da sind Poren, wo Wasser durchziehen kann. Das nennt man diffusionsoffen, das heißt dampfdurchlässig, durch diese Lackporen. So, und mit der Keramikversiegelung schließen wir diese Lackporen. Das heißt, oberflächlich betrachtet wird der Lack wesentlich glatter und Schmutz kann sich nicht mehr so anhaften und wir kriegen auch noch einen viel höheren Glanz aus dem Klarlack raus. Ja, Freunde, nun beginnt der Spaß mit diesem riesigen Auftragungsschwamm und dieser großen Flasche hier. Diese kleine Flasche reicht tatsächlich locker für so ein ganzes Auto. Die ist aber auch fast mit Gold aufzuwiegen. Man muss diese Keramikpolitur wirklich sensibel in mühevoller Kleinarbeit einarbeiten. Das passiert von Hersteller zu Hersteller in unterschiedlichen Verfahren. Bei 4CR benötigen wir dafür etwas destilliertes Wasser und eine Sprühflasche. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ja, es ist heute ein Erklärvideo. Ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall. Jetzt kommt destilliertes Wasser zum Einsatz. Wir sprühen einmal Bauteil für Bauteil nacheinander mit destilliertem Wasser ein. Und dann haben wir so einen Applikator. Das ist im Endeffekt ein Kunstledertuch. Ganz klein, ganz fein. Ich habe das hier einmal mit dem Klebeband fixiert. Und damit arbeiten wir die Keramikversiegelung ein. Da braucht man jetzt wirklich nur ein paar Tropfen hier raufgeben. Und dann wird das wirklich in mühevoller Kleinarbeit eingearbeitet. An dem Film, den ich hier aufbringe, kann ich natürlich sehen, ob noch genug Keramikversiegelung am Applikator ist. Ansonsten muss ich halt mal etwas nachträufeln. You can't see 'cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Hier in dem Eimer habe ich jetzt auch noch mal destilliertes Wasser und ein sehr sauberes Mikrofasertuch für Neufiltrin. Das bringe ich jetzt einmal aus und jetzt wische ich das bearbeitete Bauteil einmal noch mal feucht mit dem Mikrofasertuch nach. Und jetzt direkt hinterher mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch nachmischen. Weil ich muss jetzt gucken, dass ich auch wirklich keine Schlieren vom Abledern habe. So, das mache ich jetzt die nächsten Stunden. Ne? Ich glaube, das wollen die gar nicht alles so sehen. Das mache ich einfach hier so nebenbei mit Hell. Oh,
Beschichtung ist drauf. Generell ist es so schon mal wichtig, dass man gutes Licht hat, wenn man das macht. Und das ist hier mit unseren schönen LED-Strahlern gegeben. Trotzdem gehe ich jetzt nochmal mit meiner Tageslichtlampe um das Auto rum und schaue, ob noch irgendwo Schlieren sind, weil das Material muss jetzt 24 Stunden lang durchtrocknen, aushärten. Und danach ist das einfach Keramikbeschichtung. Das heißt, da kriegen wir nichts mehr raus. Da kann ich drauf rumwischen, wie ich möchte. Da passiert überhaupt nichts mehr. Deshalb ist jetzt die Kontrolle sehr wichtig. Ja, wir haben jetzt den nächsten Tag. Man hat jetzt natürlich die Erwartung, ja, ich habe jetzt eine Keramikversiegelung drauf. Das fühlt sich jetzt bestimmt sandweich an. Im Endeffekt fühlt es sich an wie ein ganz normaler, sauberer Lack, weil wir haben natürlich eine sehr harte Oberfläche, kein Wachs oder sowas, was halt schmierig ist, sondern ja, wir haben einfach nur die Poren geschlossen, eine harte Oberfläche auf den Lack aufgebracht, der halt vor Kratzern schützt. Und dadurch, dass die Lackporen geschlossen sind, dass die Oberfläche glatter ist, haben wir natürlich auch eine geringere Schmutzanhaftung. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt, wenn man eine Keramikversiegelung hat, dass man sein Auto nicht mehr waschen muss. Das ist nicht so. Wie gesagt, es ist einfach nur ein Schutz zusätzlich. Warum ist das so teuer? Ihr habt es gesehen, man muss das wirklich in mühevoller Kleinarbeit einarbeiten. Das heißt, da gehen einige Stunden drauf, gerade beim Gebrauchtwagen dauert das richtig lange. Und ja, Zeit ist Geld. Die Keramikversiegelung kostet natürlich auch nochmal Geld. Dann, wie gesagt, es muss 24 Stunden durchtrocknen. Das heißt, wir blockieren auch einen Stellplatz für 24 Stunden. Das kostet natürlich alles Geld. Dadurch kommen die Preise bei so einer Keramikversiegelung zustande. Ja, Freunde, ich glaube, alle Klarheiten sind beseitigt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir beenden das Video. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, euer kostenloses Kanal, abonniert morgen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.